Hallo, mein Name ist Marius Ebert. Sie sind in einer meiner Videoserien und in dieser Videoserie bereite ich Lernstoff auf in Frage- und Antwortform, weil das eine sehr, sehr sinnvolle Prüfungsvorbereitung ist. Das heißt, der Lernstoff wird umstrukturiert, nicht in Textform, sondern Frage und Antwort. Nähere Informationen und Lernsysteme, Hilfen für Sie, finden Sie, wenn Sie unter dem Video klicken auf www.spaßlerndenk.de. shop.de. Die Frage ist diesmal eine Frage aus dem Marketing und beschreibt zunächst die Ausgangssituation, dass auf vielen Märkten es eine Tendenz gibt, vom indirekten Vertrieb hin zum direkten Vertrieb. Und jetzt kommt die Frage bzw. Handlungsaufforderung: Nennen Sie drei mögliche Gründe. Antwort: Zunächst mal, wenn es heißt, nennen Sie drei mögliche Gründe, dann ist oder sind die Antwortmöglichkeiten sehr, sehr offen. Es muss nur einigermaßen plausibel sein. Das heißt, ich sage meinen Studenten immer, schreiben Sie, was Sie wollen, nur schreiben Sie bitte was. Also, was sind drei mögliche Gründe? Nun, es sind Gründe, die eigentlich immer gelten, wenn man Betriebswirtschaftslehre betreibt, wenn man Wirtschaft betreibt, wenn man Unternehmensführung betreibt. Also, was sind die drei Gründe? Nun, der erste Grund: Schnelligkeit. Schnelligkeit. Durch direkte Distribution habe ich einen unmittelbaren, schnellen Kontakt zum Kunden, als wenn Händler dazwischen geschaltet sind. Jeder, der dazwischen geschaltet ist, verzögert den Prozess vom Verkäufer zum Käufer. Also Schnelligkeit ist der erste Grund. Ich kann, wenn ich direkt distribuiere, schneller distribuieren. Zweiter Grund: Kosten. Das ist ein Argument, das man auch fast immer nennen kann, wenn solche Fragen gestellt werden. Wenn Händler dazwischen geschaltet sind, dann wollen die natürlich daran verdienen. Und wenn diese Händler ausgeschaltet sind, indem ich direkt als Produzent distribuiere, dann habe ich einen kostengünstigeren Distributionskanal, also der zweite Grund ist Kosten. Und der dritte Grund ist die unmittelbare Kundenbindung. Ich habe den unmittelbaren direkten Kundenkontakt und ich habe die Kundendaten. Die habe ich oft als Hersteller nicht. Wenn ich über Händler distribuiere, dann habe ich die Daten nicht. Und wir leben in einer Zeit, wo Kundendaten eine ganz, ganz große Rolle spielen. Aus Kundendaten werden Profile abgeleitet. Und diese Profile benutzt man, um den Kunden entsprechende Angebote zu machen. Alle diese Daten kann ich sammeln und verdichten. Und das ist der dritte Grund, der mir jetzt einfällt. Ich habe die unmittelbare Kundenbindung, ich habe die Kundendaten. Sie sehen, das ist gar nicht so schwer. Und wenn Sie weiter diesbezüglich vorgehen wollen, klicken Sie unter dem Video auf den Link. Tun Sie es jetzt, nicht später. Seien Sie froh, dass Sie dieses Video entdeckt haben. Ich bekomme fast jeden Tag Mails nach dem Motto, hätte ich Sie mal früher entdeckt. Gehen Sie in meinen Shop und schauen Sie, dort sind wertvolle Lernhilfen für Sie. www.spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.